Moin. Wie in den letzten Tagen schon angekündigt, geht es heute mal um meine eigene Sendung Brandrede Smalltalk im Detail, die mittlerweile auch als Podcast verfügbar ist. Viel Spaß. Ich hatte in den letzten Tagen schon mal gesagt, dass ich mal darüber sprechen möchte, wie eigentlich die Sendung, meine eigene Radiosendung bei Tide, zustande gekommen ist. Und seit wann es sie gibt. Ich bin jetzt seit August 2018 dabei und mache diese Sendung in Eigenregie quasi. Mache momentan noch alles selber. Und ja, es macht mir super, super viel Spaß. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Da wollte ich unbedingt mal drüber reden, weil ich da ganz, ganz vielen Leuten unglaublich dankbar für bin. Und zwar, ich fange mal von vorne an. Es war so, ich habe mir 2016, als die Sendung Domian nach 21 Jahren zu Ende ging, die letzte Folge bei YouTube angeguckt und dann so ein bisschen nachgeforscht und die Entstehung eigentlich erst dann rausbekommen. Also ich wusste vorher gar nicht, was Domian ist. Ich hatte im Vorfeld noch nie irgendwie Domian geguckt, weil ich immer gedacht habe, das ist irgendwie so eine Puschen-Kino-Sendung oder so nachts irgendwas Schweinisches, weil ich irgendwie dann gehört hatte, irgendwie die Leute führen da auch manchmal perverse Gespräche und so. Also ich wusste gar nicht, was es genau ist und habe dementsprechend auch nicht nachgeforscht und habe dann zufällig aber, als ich dann gelesen hatte, die Sendung geht zu Ende, mal reingehört, also geguckt bei YouTube und fand das irgendwie von der ersten Minute an sympathisch und war begeistert von dem Konzept und fand das unglaublich schade, dass ich nicht bei Domian mal angerufen habe und mit ihm mal sprechen konnte. Ich war danach fest davon überzeugt, als es zu Ende ging, den 1 Live anzuschreiben, den Sender, und zu fragen, wie es denn mit der Nachfolge aussieht, ob ich das nicht eventuell machen könnte. Das war natürlich irgendwie mit Spaß ein bisschen verbunden und ich habe aber trotzdem die Mail ziemlich ernst erfasst, weil mich das natürlich interessiert hat und ich auch einen ernsten Hintergedanken hatte. Ich habe dann tatsächlich eine Rückmeldung bekommen und ganz kurz gefasst hat mich ein ziemlich hoher Herr von 1 Live zurückgerufen. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber er ist wohl Programmchef beim Radio. Er hat jedenfalls einen ziemlich hohen Stand bei 1 Live im Radio. Letztendlich habe ich mit diesem Menschen gesprochen. Wenn 1 Live oder ihr den Namen wisst oder rausbekommt, dann würde ich mich gerne mal persönlich bei demjenigen bedanken. Er hat mir dann am Telefon gesagt, dass es natürlich nicht so einfach geht, dass ich die Nachfolge von Domian werde, aber er hat gesagt, dass er das super findet, was ich vorhabe und dass er das toll findet, dass ich mich engagieren möchte. Und er hat mir dann Tipps gegeben, bestimmt eine halbe Stunde, und auch ein bisschen erzählt, wie er so zum Journalismus und zum Radio gekommen ist und mir Mut gemacht und mir letztendlich auch ein paar Sender empfohlen, also lokale Sender, weil er gesagt hat, fang klein an, fang bei einem lokalen Sender an und mach das dann da, zieh da deine eigene Sendung durch. Und ich habe ihm auch erzählt, ich habe vor, nach Hamburg zu ziehen und so weiter und so fort. Letztendlich habe ich mich dann für seine Tipps und für seine Hilfe bedankt und habe dann auch angefangen, ein Konzept zu schreiben, ein ähnliches Konzept wie von Domian. Nicht komplett kopiert, aber eben ein ähnliches, das, was ihr vielleicht schon kennt. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie meine Sendung so ist, dann könnt ihr gerne auf meiner Website gucken, luis-brand.com, da steht alles drauf und mit dem Reiter Brand redet, findet ihr alles weitere an Informationen dazu. Ich habe dann ein Konzept geschrieben und ich habe das dann bei dem Abteilungsleiter des Tide Radios, Peter Gelsdorf, liebe Grüße an dich an dieser Stelle, und an das komplette Tide-Team, habe ich dann das Konzept weitergeleitet und dann haben wir relativ bald besprochen, wie das denn nun weitergeht und ich sollte dann mal eine Sendung machen und sollte einfach mal anfangen. Und ich hatte nie so richtig den Mut dazu und wusste nicht wie und wusste nicht, wie das Intro ist und wie die erste Sendung sein sollte und so weiter und so fort. Und es haben mich dann super viele Menschen, unter anderem auch er, also Peter Gelsdorf, ermutigt, dann mal eine erste Sendung zu machen. Kurz gefasst, nun läuft seit 2018 im September die Sendung Brand redet und ist mittlerweile bei der 7. Folge angelangt. Die kommt immer jeden vierten Montag um 19 Uhr und den darauffolgenden Sonntag als Wiederholung um 9 Uhr. Und es ist eine Aufzeichnung, also es ist noch nicht live, aber das soll irgendwann mal so sein. Und jeder kann sich bei mir melden. Wir können über jedes Thema sprechen. Ihr schreibt mir am besten vorher eine Mail an brand-business@gmx.de und dann können wir über das Thema sprechen,
was ihr mir vorgeschlagen habt. Natürlich nichts, was irgendwie mit Psychologie zu tun hat oder ich meine psychologischen Problemen, weil ich bin kein Seelsorger oder kein erfahrener Mensch, der da irgendwie mit umgehen kann beziehungsweise irgendwie professionelle Ratschläge geben kann. Dazu bin ich nicht imstande, jedenfalls noch nicht. Aber ich möchte euch einladen, meldet euch bei mir, wenn ihr Bock habt, mit mir mal zu reden. Die Sendung gibt es und ich freue mich sehr. Und jetzt nochmal offiziell vielen, vielen Dank, 1Live und vielen, vielen Dank, Tide, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt oder gebt, die Sendung dort zu produzieren und zu machen. Es ist eine wahnsinnig coole Erfahrung und ich bedanke mich auch bei allen meinen bisherigen Gästen, dass ich ihr Gastgeber sein durfte. Das ist nicht selbstverständlich bei jemandem wie mir, der gerade erst damit anfängt, dass dann mal einfach so mir vertraut wird und ja, mir die Möglichkeit gegeben wird, mit eben diesen Personen ein Interview zu führen. Also, das soll es auch da gewesen sein. Wenn ihr mehr Infos haben wollt zu dem Ganzen, zu meiner Sendung, zu mir selber und so weiter und so fort, schaut am besten in die Links in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr mich über meine sozialen Netzwerke kontaktieren oder auf meine Webseite gucken. Würde mich freuen, wenn ihr das Video bewertet, ob positiv oder negativ, ist mir egal. Hauptsache eure Meinung ist ehrlich. Klickt auf die Glocke, wenn ihr Lust habt, mehr von mir mitzubekommen und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.